So, dann gibt's schon wieder was zum Essen. Hallo und herzlich willkommen heute aus Fieberbrunn in Tirol und danke an die Bergsportregion Steinberge, die diese Folge hier als Sponsor ermöglicht. Ich bin gerade hier mit dem Zug in der Tourismusregion Pillerseetal angekommen und egal aus welcher Richtung du hier mit dem Zug anreist, deine Reise führt auf jeden Fall einmal durch traumhafte Berglandschaft. Aus Deutschland und Westösterreich oder der Schweiz reist du zum Beispiel bis Wörgl an und steigst dort für das letzte Stück in Regionalzug oder S-Bahn um. Wenn du von Süden oder Osten anreist, dann führt deine Zugreise meist mit Umsteigen über Schwarzach, St. Veit und Saalfelden. Das ist auch meine Route hier ab Salzburg und wenn du Urlaub ohne Auto machst, dann wirst du von vielen Hotels hier auch direkt am Bahnhof abgeholt. Hier in den Kitzbüheler Alpen ist im Sommer und auch im Winter der Bergsport sehr beliebt. Und wenn kein Schnee liegt, kannst du zum Beispiel bei Wanderungen die Berge entdecken oder du kannst aber auch mit dem Mountainbike rauffahren. Tirol hat aber auch einiges an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten. Und wie du lukullische Schlemmereien und auch den Bergsport kombinieren kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bin bereits im Radlgewand und damit auch startklar für die Gourmet-E-Bike-Tour. Und diese Tour führt immer auf unterschiedlichen Routen durch die 5 Orte des Pillerseetals. Du solltest dafür einen ganzen Tag einplanen, zwischen 500 und 1100 Höhenmeter sind hier zu bewältigen. Und diese Touren werden von einem zertifizierten Mountainbike-Guide geführt. Du kannst entweder dein eigenes Mountainbike nutzen oder ein Leihfahrrad. Bei dieser Mountainbike-Tour werden auch verschiedene Stops eingelegt, wie zum Beispiel hier im Biathlon-Stadion in Hochfilzen. Hier findet alljährlich der Biathlon-Weltcup statt. Ja, und neben dem Sport und neben dem Radfahren fehlt hier bei dieser gastronomischen E-Bike-Tour noch etwas. Ganz genau, jetzt geht's nämlich zum Essen. Hier bei dieser Gourmet-E-Bike-Tour legen wir 3 Stopps ein, das heißt, wir bekommen ein 3-gängiges Menü serviert. Und der erste Stopp, der wird hier in der Alten Post in Fieberbrunn eingelegt. Und hier ist der Peter Eder, der Gastgeber. Peter, all diese Betriebe, wo wir Stopps einlegen, sind Kochartbetriebe. Was hat es mit diesen Kochartbetrieben genau auf sich? Ja, mit den Kochartbetrieben. Wir sind 22 Betriebe in den Kitzbüheler Alpen und wir legen verstärkt auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Wir haben immer spezielle Wochen und da sind wir stolz drauf. Und was kriegen wir hier heute serviert? Heute haben wir was Erfrischendes, angeräucherte Lachsforelle mit Melonen. Die Lachsforelle ist zum Beispiel von Fieberbrunn, von Chef Aurerbauer. Okay, dann lassen wir uns das jetzt gleich schmecken und dann geht's rauf auf den Berg.
Dieser Speichersee hier bei der Streuböden-Alm liegt auf ca. 1185 Meter Höhe und von hier hast du einen grandiosen Rundumblick auf die Berge. Du siehst von hier zum Beispiel den Wilden Kaiser. Du siehst aber auch die Loferer Steinberge und die Leoganger Steinberge. Und am Fuße der Leoganger Steinberge, da liegt der Ort Leogang. Dort war ich vor kurzem und habe ein Video über spannende Abenteuer rund um den Bergbau gemacht. Wenn dich dieses Video interessiert, schau in die Videobeschreibung rein. Ich habe es dir dort verlinkt. Ah, hierher waren es jetzt nur ein paar Minuten mit dem E-Bike zum Wildalpgatterl und hier ist jetzt auch schon der Stopp für die Hauptspeise. Und ich darf mich hier auf etwas typisch Tirolerisches freuen, nämlich auf Schlutzkrapfen. Und die sind gefüllt mit einer Spinat-Brennnesselfülle und Parmesan gibt es oben drüber. Und vielleicht kommen die Brennnessel sogar hier aus dem Bauerngarten. Nach diesem herrlichen Essen geht es jetzt einige Zeit wieder bergab bis ins Tal und die Route, die führt vorbei am Lauchsee. Jetzt sind wir von dem einen Berg runter und auf den anderen Berg geht es jetzt schon rauf zu unserem nächsten kulinarischen Stopp. Und der Gottfried, der begleitet uns bei dieser kulinarischen Tour hier als Guide. Gottfried, ich glaube, das E-Bike ist ja in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr, sehr beliebt hier geworden in der Gegend. Ja, das beobachten wir eigentlich schon 4 Jahre lang. Mit dem E-Bike ist es also für einen normalsportlichen Menschen einfach locker die Berge zu erklimmen und ist ein tolles Fortbewegungsmittel und sicher das coolste Sportgerät, was in den letzten Jahren erfunden worden ist. Denkst du, dass das die Gäste hier nur nützen, damit man auf die Berge raufkommt oder haben die das auch längere Zeit, das E-Bike? Teilweise ist es sogar so, dass die als Verkehrsmittel verwendet werden. Wir beobachten es also im Verleih immer wieder, dass die Leute mit dem Zug reisen und dann das Radl als Verkehrsmittel verwenden und davon auch nach B fahren. Und für uns geht es aber jetzt weiter zum nächsten kulinarischen Stopp. Wir freuen uns jetzt aufs Dessert beim Mutterlehrer. Kilometer, 1039 Höhenmeter und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir endlich beim Dessert. Wir sind hier im Restaurant Esskultur im Genießerhotel Unterlechner und ich bin echt schon gespannt, was wir als Nachspeise bekommen. Ich fahre extra nach Tirol und was bekomme ich hier? Salzburger Nockerl! Salzburger Nockerl habe ich schon ewig nicht mehr gegessen und die sollte man auf jeden Fall sofort essen, sobald sie serviert wurden, denn sonst fallen sie nämlich zusammen. Also, ich konzentriere mich jetzt gleich auf die Salzburger Nockerl, sage aber noch Dankeschön fürs Zuschauen.
Hat mich gefreut, dass du mit dabei warst und freue mich, wenn du weiterhin mit dabei bleibst. Lass ein Gefällt mir da, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen und Abenteuer versäumst. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.